Jo Leute, zurück bei Red Faction Armageddon und ja, mit dieser Aufnahmesession denke ich, werde ich das Spiel jetzt auch durchkriegen. Oh Gott, haben wir das denn nicht schon mal gemacht? Hatten wir nicht diese... Ah ja, genau, so ging das. Ich wusste es nicht mehr. Ach so, das geht nur auf eine Stelle, ist ja mir was. So. Ja, ich dachte mir, nach knapp einer Woche jetzt oder was, na ja, keine Woche, 4-5 Tage sowas, habe ich jetzt intensiv Alien vs. Predator gespielt und dachte mir so, weißt du was, komm, machst du mal wieder Red Faction, ist ja auch bald durch, denke ich mal, also würde ich so vermuten, weil, Abflug, du Scheiße, weil ich halt das so gesehen habe. Ich hoffe es mal. Also was heißt, ich hoffe es mal. Es hört sich so an, als ob ich das Spiel einfach so schnell wie möglich abschließen will, aber... We must be going the right way. Well, we found the altar facility. Das Vieh ist dann... Hier ist ein Tempel? Ah ne, das sah gerade so aus wie ein Tempel. Ich dachte schon, sind wir jetzt hier bei Alien vs. Predator. Ab geht's. Übrigens haben wir heute den, ja, den 25.03., also den 25. März. Und in 2 Tagen kommt South Park auch endlich für mich raus. Ich werde es natürlich dann wahrscheinlich direkt anfangen zu Let's Playen. Ja, was ist hier los? Den Bereich räumen. Ach so. Und dann werde ich die ersten Aufnahmen, sobald einzelne Projekte, die jetzt noch aktiv sind, zu Ende sind, hochladen. Let's get outside and see if we can fix it. Sam, anything on your thermal scans? Negative. It appears we have not been detected. Yet. So let's do this quick. Caution, we are now being watched. You finished? It'll hold. But for how long, who the hell knows? You're a mess. So are you. Warning. Pulse and blood pressure increasing. Sorry, dass ich jetzt vielleicht so ein bisschen herzlos klinge, aber hat damit irgendjemand nicht gerechnet? Also bitte, das ist immer so bei Liebesgeschichten. Also, naja, gut, Kara ist tot, schade, aber mich überrascht das jetzt ehrlich gesagt nicht so. Ich mache hier mal alles irgendwie zu frei. Weil wir müssen ja jetzt auch schon ein bisschen sauer rüberkommen hier, ne? Sam, do a scan. Was will er jetzt? Hau ab. Was steht da, die Tentakel entfernen können? Ab geht's. Wer ist er denn? Achso, das sah gerade aus wie ein neuer Gegner, aber das ist gar kein neuer Gegner. Oh. Nicht mehr so viel Leben, kann man sagen.
Scheiße. Aber wenn ich vorher mit dem roten Ding da, mit dem Laser ziele, wie zieht er da auch hin? Das ist natürlich dann schon wieder ein praktischer. Was ist denn? Den hat's ja wohl erwischt. Kann ich hier nicht rein? Nee. Hä, wo muss ich denn hin? Da muss ich das hier irgendwie einstürzen lassen. Kann ich hier nicht durch? Nö. Ah, hier. Geh kaputt. Hey, oh, 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 jetzt sieht es schon gar nicht mehr so gut aus. Also ich muss sagen, bis jetzt hat ja wohl ganz eindeutig der Panzeranzug am meisten ausgehalten. Heilt sich das Scheißteil hier nicht? Was ist denn das jetzt? Keine Ahnung. Ist das ein Schutzschild oder was? Ich glaube ja. Ich schieße einfach mal hier volle Möhre überall hin, weil ich jetzt eh gleich im Arsch bin und der sich hier ja nicht heilt. Scheiße, Mann. Hä, wie geht denn das? Wie soll ich denn das machen, wenn der sich nicht heilt? Soll ich dann taktisch vorgehen mit so einem riesigen Ding? Das ist ja voll der Quatsch. Die Höhle der Königin finden. Ja, würde ich im Grunde machen. Wenn hier jetzt nicht alles voll wäre, ne? Das hier geht ja wohl nicht weg. Geil. Ich komm ja auch. Doch, ich komme durch, okay. Ich weiß gar nicht, ist das jetzt tatsächlich ein Kraftfeld? Down. Wo haben sie denn auf einmal die Raketen her? Ist ja wohl auch nicht zu glauben. Ich bin schon wieder fast im Arsch. Ich renne jetzt hier einfach durch. Gucken wir doch mal, was die uns dann noch entgegensetzen wollen. Ach, das Ding ist noch nicht kaputt, genau. Wenn wir einfach hier so lang laufen, können die uns doch im Grunde eigentlich nicht fertig machen. Shit, Mann, 7% nur noch. 6%. Ich versuche einfach mal weiterzukommen. Checkpoint erreicht. Mit dem wenigen Leben ist das, glaube ich, nicht so gut. Muss ich hier überhaupt hin? Ja, muss ich. Okay. Noch leben wir. Hä, wieso geht denn das hier nicht? Ich aktiviere die ganze Zeit dieses Teil, obwohl ich nicht mal weiß, was das macht. Das ist natürlich sehr praktisch. Oh mein Gott. Wie viel Alien-Zeug. Hier komme ich nicht weiter. It's gotta be through that tunnel. The direct path does not appear to be able to support our weight. I can make it! Toll. Wieder tot. Scheiße. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt mal. Wäre echt scheiße, wenn das hier so abläuft wie, ne? Als wäre ich hier der Todesnoob. Man kann aber auch nicht schneller sein, oder? Wenigstens haben wir jetzt schon mal wieder 200, sag ich schon, 72 Leben. Jetzt funktioniert's ja noch. Hier wollen wir mal eben aus. Was ist denn los? Okay, 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 okay. Immer ruhig bleiben. Immer schön ruhig bleiben. I can make it! Ah, diese Scheißgranaten. Oder Raketen.
Cutscene. Warning, terrain stability compromised. Thermal scans indicate a nearby life form stretching over 100 meters. A target that size would be insurmountable if engaged. Shall I plan your retreat? Nein, wir sind der King und wir machen weiter. Jedenfalls kommt das hier so rüber. Was haben wir denn dabei für Waffen? Ah, okay, wir haben gute Waffen. Immer noch die, die wir auch... Ach, scheiße. We're not getting through there easily. They've got to have a weak spot somewhere. Warum machen wir das nicht einfach kaputt? So wie alles. Die Tentakel töten, geht doch. Was liegt hier? Eine neue Waffe? Nein. Maschinengewehr brauche ich auch. Nicht mehr das Sniper hier, was ist denn los? Geht das, geht irgendwie nicht? Bringt ja gar nichts. Ah, hier muss ich das halt machen. Geht doch. Easy enough? The creatures have been alerted to our presence. Good. Oh, guck mal. Das Gebiet von Aliens befreien. Wahrscheinlich. Hatten wir schon mal irgendwann eine andere Aufgabe? Der ist tot. Und den rückt jetzt auch. Geht doch. Die übrigen Tentakel töten. Hier rennen wir, genau. Ich hatte irgendwie... Ich habe noch die Steuerung von Alien im Kopf. Also Alien vs. Predator. Und, da war das ja alles ein bisschen anders. Hä, wo ist denn? What the fuck? Recht großes Alien, würde ich mal behaupten. Was liegt hier? Kann man nicht aufmachen. Ausweichen. Ich bin ein Kämpfer. Zieht das überhaupt irgendwas ab? Wahrscheinlich eher weniger, oder? Abflug. Oh Gott, da ist wieder so ein Dicker. Hau ab. Shit, Mann, ich bin fast tot. Ich habe auch jetzt kein Kraftfeld. Jetzt habe ich Kraftfeld. Falls ich es brauche. Munition ist auch immer sehr gut. Da haben wir noch was. Erdamed. Danke sehr. Nach oben. War hier nicht gerade noch der Kopf? Oder Kopf? Ist das überhaupt der Kopf? Was ist das hier? Also eine Station. Hier konnten wir, ja genau, hier konnten wir nur Waffen auswählen. Tschüss. Und die leben noch. Ihr spinnt ja wohl. Hör mal, du Kollege. Also, jetzt kommen aber hier wieder die Aliens ins Eck, die wir gar nicht gebrauchen können. Ich glaube, es wird Zeit für härtere Maßnahmen. Das ist immer noch da. So, am Arsch seid ihr. Okay, ich auch. Scheiße, und ich mache die Druckwelle anstatt das Schutzschild. Ich bin auch am Arsch. Oh. Schieß mal noch eins dahin. War das nicht das Schutzschild? Nö. Scheiße. Wo waren dann das Schutzschild? Auf C?
guck gleich mal. Oh, scheiße. Ja. Nee, auf C war es auch nicht. Verdammt. Auf X? Oh, scheiße. Hier ist jede Menge Zeug vor allem. Jede Menge Zeug. Fuck, ich bin tot. Wow, nein, nicht darunter, sonst bin ich noch tot. Komplett. Ah, jetzt, okay. Gut, dann mache ich jetzt erstmal einen Schnitt. Meld mich dann gleich zurück und dann hoffentlich überleben wir noch. Bis dahin und haut rein. Klick jetzt auf den Fernseher, um mein letztes Video zu sehen.